geht es gegen den ungarischen Ligateilnehmer um die Perfect Postseason. 11 Siege in Serie haben Matt McIlvain und die Seinen in dieses erste Elimination Game gebracht. Ein weiterer und Salzburg folgt dem Triple Sweep der Vienna Capitals aus der Saison 16-17. Die erste richtig gute Gelegenheit, die geht aufs Konto von Hürofea, war AV19. Eine dominante Anfangsphase, in der Atte Tolvanen gleich mal gefordert ist. Und dann sind es die Fehrwaage, die das Tempo noch ein klein wenig erhöhen. Kurreit auf Marco Schill, Spielminute 8, das 1-0. Das Tollhaus in Säckeschwer war natürlich noch einmal restlos ausverkauft. Bebt ein erstes Mal bei Playoff-Tor Nummer 4 von Balint Magoschi. Zu diesem Zeitpunkt hochverdient die Führung von Fehrbar. Und Magoschi legt fast nach. Der nächste Stangentreffer für Fehrbar bereits in Spiel 3 wurde die Torumrandung in Salzburg zweimal geprüft. Salzburg kommt dann aber besser in die Partie. Dalhäuschen legt da quer, Thomas Raffel vom Gefühl her noch irgendwie dran, aber der Treffer geht aufs Konto des Niederländers. Mike Dalhäuschen weilt sich Rasmus Tironen hier die Scheibe via Jesper Dahlroth selbst reinmacht. Verpasste Chance für Hydrofea war AV19 hier mit einer Führung in die Kabine zu gehen. So steht's nach 20 Minuten. Nur 1-1. Der Mittelabschnitt beginnt mit Peter Schneider und diesem Gegenstoß. Wraparound-Versuch. Tironen wäre nicht schnell genug vom einen zum anderen Pfosten gekommen. So ist es die Außenstange, die aus Sicht des finnischen Schlussmanns der Ungarn retten muss. Salzburg übernimmt im zweiten Drittel das Kommando. Peter Hochkofler zum ersten, Peter Hochkofler zum zweiten. Scheibe geht übers Tor drüber, auf die dritte Linie. Rund um Hochkofler, Bukovic und Baltram, die immer wieder Torgefahr verstreit. Doch dann ist es ein Captain's Call. Und was für eines. Thomas Raffel, Spielminute 13. Mit dem unfassbaren Move, der hier letztlich Tironen düpiert. Wieder ein Tor, das durch den Körper des 31-Jährigen durchgeht. Aber gerade in einem Finalspiel, gerade wenn man Thomas Raffel ist, kann man schon mal so machen. 2-1 die Führung der Red Bulls nach 40 Minuten. Die Tür in Richtung Titel. Ganz weit offen. Wenn ihr nicht den Camper den Ausgleich beschert, tut er nicht. Atte Tolvanen, der eine Postseason für die Geschichtsbücher absolviert, hält seinen Kasten einmal mehr sauber. Fehrbar mit dem Mut der Verzweiflung. Atkinson mit dem Schuss, der sich letztlich zum Lattenpendler entwickelt. Es soll aus Sicht der Fehrbari nicht sein. Zwei Stangentreffer in Spiel 3, deren zwei auch in Spiel 4. Und dann sind bereits die letzten Sekunden angebrochen. Empty-Net-Situation, ein Tor Rückstand. TJ Brennan, der wird doch nicht, der wird doch nicht, doch der Tod. TJ Brennan, Spielminute 59, macht den Deckel drauf, finalisiert die Perfect Postseason der Red Bulls und stellt sicher, dass Salzburg zum ersten Mal nach 6 Jahren wieder die Carl Nepwe Trophy gewinnen kann. Die letzten Spielsekunden verstreichen. Pure Ekstase der Red Bulls. 12 Playoff-Spiele, 12 Siege, Titel Nummer 7 in der Ära.